Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zacko McGracko. Wir gehen jetzt zum Gesicht auf dem Mars und stellen da unsere Leiter auf und drücken dann 1, 2, 2, 2, 2, 3 auf den Knöpfen. Crazy, oder? Okay, ich benutze mal schnell die Leiter auf Tür. Und wenn wir schon dabei sind, weil das brauchen wir gleich, benutze ich schnell noch Klebeband auf Datasette. Und Datasette. Achso, ne, das machen wir drin erst. Jetzt drücken wir erstmal 1. Es gibt bestimmt Shortcuts für die Befehle auf der Tastatur, oder? Wer weiß. 2. 2. 2. 2. 3. Boah! Und jetzt fällt die Leiter um und wir sind tot. Helm bricht. Ende. Aus. Na gut, wir haben ja noch Liesel. Liesel ist mir eh lieber. Nix gegen dich, Melissa. Ist schon in Ordnung. Aber wenn du sagst, ich will kein Alien anfassen und wir sind hier in Adventure, wo man das Besenwesen mitnehmen muss, dann nervst du mich. So, ich wollte jetzt schon fast intuitiv meinen Helm abnehmen da drin. Das wäre jetzt gerade eine doofe Idee, weil so weit sind wir noch nicht. Wir haben hier noch keinen Sauerstoff. Also öffnen wir mal alle drei Türen als erstes. Leute. Leute an der Sockel. So ein schöner Sound. Der tut fast überhaupt nicht in den Ohren weh. Das Spiel ist relativ laut auf meinen Kopfhörern, muss ich dazu sagen. Ich mach mal ein bisschen leise. Ich glaube, das ist auch bei der Aufnahme nicht zu leise, ne? So, jetzt passt auf. Benutze Rekorder und Datkassette. Nein, nicht gehe zu Datkassette. Manchmal macht er komische Sachen. Benutze Rekorder mit... Nee. Ziehe, drücke, gib, öffne. Schalte an Rekorder. Aufnahme. Benutze... Ausgezeichnet. Nimm. Leider. Somit hat das Spiel schon mal mehr Features oder zumindest ein Feature, das Bethesda-Spiele grundsätzlich nicht haben. Leitern. Ich weiß nicht, was da los ist. Das muss die Engine sein. Kein Elder Scrolls-Spiel und kein Fallout-Spiel haben Leitern. Man kann nie auf Leitern klettern. Vielleicht ist die Engine wirklich... Man kann viel bei der machen, viel Workarounds, viel Sachen. Da sitzen Experten, die da seit... Elder Scrolls Arena mit der Engine arbeiten und die wahrscheinlich immer wieder so sagen, oh komm, da habe ich noch einen 20 Jahre alten Code in der Schublade, den wir hier modifizieren können. Alles geht, nur keine Leitern. Benutze Rekorder. Schalte an Rekorder. Wiedergabe. Hey, jetzt fällt mir gerade was ein und das habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, weil ich ziemlich doof bin manchmal. Ich muss nämlich hier die Leiter gar nicht mehr aufstellen. Das wäre jetzt nämlich eigentlich mein Plan gewesen. Aber muss ich ja gar nicht, oder? Schalten wir einfach den Rekorder an. Dürfte ja hier genauso funktionieren. Awesome! Okay, Guide. Jetzt schauen wir wieder in dich rein. Also. Kaffermonolith, eine Münze. Bla bla bla. Bla bla bla. Nimm das Besenwesen. Riesengesicht. Ah ja, die Zeichnung schauen wir uns an. Das ist eine gute Idee. Die brauchen wir später für Zakorak McKrakorak. Ich komme nicht mehr aus dem Bildschirm raus. Was ist denn jetzt los? Wirklich, das ist ungewöhnlich, so jetzt. Puh, okay, Glück gehabt. So. Ah, das ist eine leicht modifizierte Version vom Haus vom Nikolaus. Dann muss man hier anfangen, dann geht das. Das ist
das viel zu kurz. Mal schauen, ob das funktioniert. Haus vom Nikolaus und seiner Mutter. Okay. Ich glaube, ich habe eine Linie vergessen. Okay. Jetzt passt's. Sudala. Haben wir gemacht, Guide. Check. Nun öffne die drei massiven Türen. Dazu musst du bla 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 bla. Der Trick ist, dat Kassette bla 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 bla. Nun geht Liesel in das Labyrinth hinter der linken Tür. Melissa hat nämlich Höhenangst. Aha, ich weiß zwar nicht genau, warum das, was das, das, da hatte ich beim letzten Mal spielen wahrscheinlich entweder einfach Glück oder, ja, wahrscheinlich. Also, ganz link die Tür. Da gehen wir jetzt rein, weil die andere hat Höhenangst. Gehe, und jetzt wird's wichtig, gehe zweimal ganz nach rechts. Dann den lila Durchgang. Zweimal ganz nach rechts. Ja, wenn man das weiß, ist das super leicht. Und ich kann euch sagen, warum das so ist. Glaube ich zumindest. Weil die Entwickler beim Testen des Spiels keinen Bock hatten, immer wieder durch ewige Labyrinthe gehen zu müssen. Deswegen gibt es immer einen sehr kurzen und leichten Weg. Ist auch bei den meisten Rätseln in Spielen so, dass wenn man es weiß, drückt man 4 Tasten und dann hat man gewonnen. Und jetzt der lila Durchgang. Ah ja, das ist das. Okay. Das ist gut. Ah, hier hat sie Höhenangst quasi. Das muss Millionen Kilometer tief sein. Im Todessternschacht. Ich habe Höhenangst. Ah. Hey, Guide. Darf ich dich mal was fragen, Guide? Lieber Guide, warum empfiehlst du mir, dass ich die ganzen Sachen eigentlich mit der Liesel hole, wenn Melissa die ist, die das Besenwesen nehmen kann, und wenn Melissa die ist, die keine Höhenangst hat, warum sollte ich dann nicht von Anfang an alles mit ihr machen? Und nicht mit der anderen. Ich weiß jetzt nicht, wer wer ist. Vielleicht verwechsel ich die Namen. Aber warum sollte ich überhaupt die andere Figur benutzen? Weil offensichtlich Izzy alles macht. Guide. Ich hoffe, dass am Schluss hat der Guide hoffentlich eine gute Erklärung dafür, warum ich das hier mit dem falschen Charakter die ganzen Sachen am Anfang machen lässt. Unverfroren ist das. So. Nein! Nein! Ich glaube, ich weiß schon, was wir machen. Da hatte ich beim letzten Mal auch einfach ein bisschen Glück. Ah, come on. Ernsthaft? Ich dachte, dass die können gar nicht in den roten Bereich dahinter gehen, oder wie? Das ist irgendwie seltsam. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich, dass die beide in den roten Bereich gehen. Dann hätte ich erst das Langsame ausgemacht und bis das in den grünen Bereich zurückfällt, hätte ich das andere ausgemacht und alle wären glücklich gewesen. Alle. Alle. Es wäre quasi der Himmel auf Erden geworden. Boah. Boah, wie ich das gerade nicht so schön finde.
Das geht auf keine Kuhhaut. Wie nicht schön ich das finde. Also ich muss offensichtlich erst den Schalter senken. Das ist das ganze Geheimnis, glaube ich. Und dann schnell den anderen. Aber sehr schnell. Okay, wie zur Hölle mache ich das? Wie zur Hölle habe ich denn das beim letzten Mal gemacht? Das gibt's doch gar nicht. Hat doch beim letzten Mal auch funktioniert. Also irgendwie stimmt doch da was nicht. Nein! Das ist wirklich komisch. Wie habe ich denn das beim letzten Mal bitte hingekriegt? Ah, vielleicht sollte ich da ein bisschen mehr jonglieren, ne? Ne, irgendwie kann das auch nicht stimmen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das beim letzten Mal... Da habe ich es ganz selbstverständlich einfach gemacht und dann war es gut. Naja, schauen wir mal. Da die Taschenlampe anschalten, weil es dunkel ist. Hä? Nicht in unserer Realität. Sind die Anzeigen im grünen Bereich, kannst du den Helm abnehmen. Soll ich das einfach anlassen und sonst nix? Muss ich die Hebel gar nicht mehr senken? Ist das des Rätsels Lösung? Wäre aber komisch, oder? Anscheinend ist das... Hä, wirklich? Wirklich? Ich dachte, das ist ein Rätsel mit Timing und so. Ich muss einfach nur die Schalter anlassen. Aha. Das verwirrt mich sehr, aber gut. Können wir jetzt wirklich den Helm abnehmen? Hat das jetzt wirklich funktioniert? Ich habe nämlich ein bisschen Angst. Anscheinend. Hatte die Figur schon immer blaue Haare? Ich bin total verwirrt gerade. So, ihr zwei. Das hätten wir. Also gut. Geht zweimal bla bla bla. Schalter. Gehe zurück durch zwei gelbe Durchgänge und wieder ganz nach links. Wenn's... Ach so, hier ist gelb. Dammit. Okay, passt. Guide, wolltest du mich etwa anschwindeln? Wir gehen in Wirklichkeit durch den grünen Durchgang und dann durch den gelben und dann ganz nach links. Gut. Kann Versionsunterschied sein vielleicht auch, wer weiß. Ich brauchte in der Version ja hier, die ich spiele, anscheinend auch die Taschenlampe nicht. So, das hätten wir gemacht. Geh zurück zum großen Saal. Wir schalten wieder zu Zack und fliegen nach Mexiko. Jawohl. Mein lieber Guide, das tun wir. Mexiko. Was? Von Kinshasa geht das nur über Kairo und London. Na dann.
Dann kommen wir in meinen Grusel-Albtraum-Tempel, der in Wirklichkeit aber ganz easy ist. Also wenn man es weiß. Was man da durch die Weltgeschichte fliegen muss, oder? Damit man nach Mexiko kommt. Ich meine, grundsätzlich macht das ja schon, aber dass ich nicht einfach ein Ticket kaufe und dann, naja, wie auch immer. Mexiko, ich komme. Und in Mexiko gehen wir jetzt in den Dschungel natürlich. Und klicken uns hier wieder zufällig durch. Baum, 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 baum. Überall ist ein Baum. Ja, so ein Baum ist der Traum. Mexiko-Dschungel, bla bla bla, in die Maya-Pyramide, die gleich mehrere Eingänge hat und ein noch unübersichtliches Labyrinth als das Liesengesicht darstellt. Ich gehe aber da oben durch den, meinen die wahrscheinlich, mit der Pyramide, für sonst alle anderen sind ebenerdig. Oder? Warte mal, durch den Dschungel? Gehst du zu einer Maya-Pyramide, die gleich mehrere Eingänge hat und noch unübersichtlicher ist als das Riesengesicht. Mit dem Was-ist-Befehl kannst du nach Fackeln suchen und das Feuerzeug anzünden. Ja, genau. Vom oberen Eingang aus, genau, gehst du zwei Türen nach links. Also jetzt einmal ganz durch nach links, oder wie meinst du das? Einmal. Ist ja selbst mit Guide schwierig, hier durch zu navigieren. Zweimal nach links. Dann immer in die Tür rechts von dir. Na, da war's grad. Feuerzeug. Da war die Fackel. Dann immer in die Tür rechts von dir. Und du solltest... Mal wieder eine Plattform, so wie eine Statue. Okay, schauen wir mal. Spiel, bist du dir ganz sicher, dass ich hier nicht im Kreis laufe? Ich frage nur, weil ich glaube, ich laufe im Kreis. Und zwar ziemlich sicher. Also, wartet mal. Hier brennt die linke Fackel. Nochmal die linke Fackel. Nochmal die linke Fackel. Und die rechte Fackel. Hier brennt die linke Fackel. Und nur um zu beweisen, dass ich tatsächlich im Kreis laufe, mache ich hier mal beide an. Jetzt sollte die immer wieder sich wiederholende Kombination beide links, links, rechts sein bei den Fackeln. Und dann weiß ich, dass ich im Kreis gehe. Und dass mich der Guide schon wieder angelogen hat. Ja, Guide. Ja, aber vielleicht führen alle Türen hier, die alle ins Zentrum. Das könnte sein. Dammit. Super Guide. Danke. Danke für nix. Muss ich jetzt mal alle Türen durchprobieren.
Ja, vielleicht war der ist auch ein bisschen irreführend geschrieben. Vielleicht meinte der mit der Tür zu meiner Rechten die Tür direkt rechts neben mir statt den rechten Durchgang oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich mich ver... Jetzt ist alles vorbei. Jetzt durch das Anzünden der Fackel gerade habe ich mich komplett verirrt. Können wir einpacken. Game over. Game over, Pal! Aha! Yeah! Zum Glück bin ich so awesome. Lesen wir mal hier. Müssen wir jetzt hier das Haus vom Nikolaus zeichnen? Wahrscheinlich, oder? Sonst würden die uns vom Guide her, von der Logik her, der Reihenfolge her nicht hierher schicken. Ja, Spiel, ich hab's jetzt verstanden. Lass mich jetzt meinen gelben Buntstift suchen. Das ist das komische Haus vom Nikolaus ohne Dach, aber dafür mit Pistazien. Ende. Ich dachte schon. Okay, gut. Nehmen wir die gelbe Kristallscherbe. Okay. Jetzt pass auf. Flieg nach Mexiko, bla bla bla. Tür. Eingang. Mit dem Buntstift malst du dementsprechend die gelbe Zeichnung auf die Statue. Danach kannst du die zweite Kristallscherbe an dich geben. Nun kommt endlich mal Annie zum Einsatz, die sich mit Zack in London trifft. Und von ihm Fahnenmask, Whisky, Drahtschere und die beiden Kristallscherben erhält. Verlasse den Flughafen und schalte den Stonehenge-Wächter mit Whisky aus. Ja, aber wisst ihr, das ist schon wieder super, weil jetzt sitze ich hier in der Pyramide fest und der Guide sagt, ja gut, und jetzt flieg mal nach London. Und ich denke mir so, hallo, ich sitze hier in der Pyramide fest. Kannst du das bitte irgendwie wahrnehmen und mir helfen, Guide? Und der Guide sagt, nein, ich habe dich schon nicht wirklich in den Raum geführt, wo du eigentlich hin wolltest. Jetzt führe ich dich auch nicht mehr raus. Habe ich auch keinen Bock mehr. Trottel. Hey! Zum Glück bin ich so awesome. Manchmal mache ich mir selber Angst, weil ich so gottgleiche Gamer-Skills habe. So. Okay. Cool. Auf nach London. So Leute, aber jetzt würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss. Morgen fliegen wir dann mit Melissa nach London und kümmern uns um den... Mit Annie meine ich. Ich bringe die ganzen Namen durcheinander. Und kümmern uns um den... Wächter und... fusionieren den Kristall und dann wird alles gut. Oh, also, was fliegen wir jetzt nach London? So, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.